Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch die Joytec Espion oder Espion im Kit vorstellen mit dem ProCore X. Wie die Box so performt, wie sie von der Qualität her ist und wie der Verdampfer ist, dazu kommen wir gleich im Fazit. Erst einmal schauen wir uns das Ganze im Detail an. Ihr habt ja vielleicht in den Nahaufnahmen bereits gesehen, ich habe so ein bisschen versucht drauf zu deuten, der ProCore X-Verdampfer ist, sorry wenn ich zu hart ausdrücke, aber er ist scheiße verarbeitet. Also wirklich scheiße verarbeitet. Ich habe an 1, 2, 3, 4 Stellen bereits abgeblätterten Lack. Und das darf nicht sein bei einem Verdampfer, den man vielleicht... Lass es 6, 7, vielleicht 8 Tankfüllungen gewesen sein, die ich darin gedampft habe zum Test. Das darf nicht sein. Also bei Fertigcoilern mache ich meistens so zwischen 5 bis 10 Tankfüllungen pro Coil, wenn es verschiedene Coils gibt, um zu gucken, wie er geschmacklich so ist, ob er gut hält, gerade bei so Liquids, die so ein bisschen ja, so Coils angreifen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier 7 oder 8 Tankfüllungen durch und ich habe ihn jetzt nicht unpfleglich behandelt. Also ich habe ihn jetzt nicht irgendwo gegengeschmissen, er ist nicht umgefallen, in keinster Weise. Ich glaube sogar, der erste Lackabplatzer war bereits am Auspacken gewesen und die anderen drei sind jetzt in den letzten Tagen dazugekommen. Das darf einfach nicht sein. Also der ProCore X, egal wie er geschmacklich gleich noch ist, was ich zum Geschmack noch sagen werde, für mich darf es nicht sein, dass ein Lack innerhalb von so kurzer Zeit abblättert. Egal, ob er geschmacklich eine Granate ist, das darf nicht sein. Vielleicht habe ich auch ein Montagsmodell, wo einfach das Problem aufgetreten ist jetzt und alle anderen, die sich jemals diesen Verdampfer verkaufen werden, haben Glück. Kann sein, aber ich kann nur das bewerten, was ich hier habe, was ich in der Hand habe und bei mir ist es einfach so, dass an 4 Stellen Lack abgeblättert ist und deswegen das Fazit, scheiße. So. Kommen wir aber erstmal zur Box.
Die Box kostet im Set mit dem Procore um die 60 Euro aktuell in China. Sie kann 200 Watt, hat 2 Ampere Ladestrom. Das heißt, wir können die Akkus auch in der Box innerhalb von ungefähr 2 Stunden aufladen. Es kommen 2 18650 Akkus rein. Sie gibt es in Schwarz, in dieser Version hier, in Gunmetal und in Blau. Der Tank hat ein Füllvolumen von entweder 2, in diesem Fall hier, oder mit dem Adapter, der dabei ist und dem größeren Glas, von 4,5 ml und hat einen Durchmesser von 25 mm. So, kommen wir erstmal zur Box. Bevor wir zum Negativen kommen, kommen wir erstmal zur Box. Ich habe die Box auch am Wochenende jetzt, ich war am Wochenende in Zeitz gewesen, habe einen Arte besucht, wer Arte nicht kennt, ein guter Kumpel von mir. Und habe die Box auch auf der Autofahrt mitgenommen, das heißt, eine Seite reingestellt und so weiter und so fort. Habe sie also wirklich geschunden übers Wochenende. Und ich habe 2, 3 ganz kleine Lackabplatzer hier unten. Muss ich gestehen, die sind vorhanden. Was aber bei der Art, wie ich die Box genutzt habe, durchaus passieren kann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte nicht den Verdampfer drauf, den habe ich auf einer anderen Box getestet. Ich hatte dann... Was habe ich denn drauf gehabt? Ein Manta RTR habe ich drauf gehabt. Genau, den goldenen Manta hatte ich drauf gehabt. Und es sind minimale Abnutzungen hier unten. Das passiert aber einfach, wenn du die Box nicht gerade pfleglich überall hinknallst. Gut. Aber das ist der Test. Ich will ja gucken, wie die Box auch bei anderen vielleicht nach 6 Wochen Normalgebrauch, ruhigerem Gebrauch aussieht. Dementsprechend bin ich bei Boxen eigentlich so, dass ich sage, okay, die muss es aushalten, wenn ich sie irgendwo reinknalle, darf da nicht viel passieren. Gut, ich will es erwähnen, hier unten sind 2, 3 kleine Lackabplatzer. Das ist also eher ein negativer Punkt. Sie sieht so ein bisschen aus wie ein Walkie-Talkie. Wir haben hier unseren Feuertaster, der echt schön aussieht, auch sehr schön zu drücken ist. Teilweise mir ein bisschen sogar zu leichtgängig. Das heißt, ich habe teilweise das Problem gehabt, dass ich aus Versehen, weil der wirklich... ob ich hier unten drücke oder oben drücke, überall feuert, teilweise wirklich gefeuert hat, obwohl ich gar nicht feuern wollte. Das ist so, er feuert sehr schnell. Ihr seht's? Er feuert sehr, sehr schnell. Ja, Menüführung ist cool, wir haben ein sehr hochauflösendes Display, wir können verschiedene Farben einstellen, ihr habt ja auch in den Nahaufnahmen gesehen, wir haben alles, was man braucht, TC-Modus und so weiter und so fort. Mit der Taste können wir unser Display auch ausmachen. Und können mit der Taste auch im Menü ein bisschen navigieren. Wir haben eine Plus- und Minus-Taste. Und ansonsten, bis auf die 2 kleinen Lackabplatzer hier unten, muss ich sagen, die Box ist schön verarbeitet. Sie ist gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, ist schön klein. Ist halt eine 2-Akku-Box, die nicht groß ist. Es gibt deutlich größere Boxen. Ich würde sie fast so ein bisschen mit der Evoke, war es Evoke? Ja, von Ely vergleichen. Oder Invoke von Ely vergleichen. Sie ist ein Ticken größer, aber wirklich nur minimal. Und vom Gewicht her auch geht in ungefähr in gleiche Richtung, vielleicht ein bisschen schwerer. Es rappelt nichts, der Akkufachdeckel hält sehr gut. Sie hat immer gefeuert, wenn sie feuern sollte. Also für die Box bis auf den Lackabplatzer kann ich einen Daumen hoch geben. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kommen wir zum Verdampfer nochmal zurück. Zum Procore X. Ich schraube mal die Airflow komplett auf. Wir fangen an mit 40 Watt und gucken mal, ob der Geschmack vielleicht die Lackabplatzer ein bisschen wettmacht. Ein bisschen. Gehen wir hoch auf 45 Watt. 44. Als Liquid nutze ich übrigens aktuell das Must Have You. So, 45 Watt. Ihr hört's. Er ist relativ laut, ist kein leiser Verdampfer. Sogar sehr laut. Gut, gehen wir auf 50 Watt. So. Ich muss sagen, der Geschmack ist okay. Wir haben zu viel Frische kommt durch. Must Have You hat halt viel Frische, muss ich gestehen. Hat aber auch andere Noten, die bei anderen Verdampfern sehr gut rauskommen und die ich hier fast überhaupt nicht schmecke. Ich habe hier wirklich sehr stark die Frische im Vordergrund und weniger die anderen Geschmacksnoten, die ich gerne hätte. Es ist
von der Skala von 1 bis 10, wenn es um den Geschmack geht, wo 10 das Beste, 1 das Schlechteste ist, würde ich dem Verdampfer eine 5, vielleicht eine 6 geben. Und das ist ein Punkt, wo dann der Lack dazukommt, wo ich einfach sagen muss, es bleibt bei einem Daumen runter für den Procore X. Schade. Aber es ist leider so, dazu ist er noch sehr laut. Gefällt mir einfach nicht. Ist nicht meins, ist nicht, gefällt mir einfach nicht gut. Die Box, wie gesagt, sehr schön, schöne Box. Werde ich auch weiterhin nutzen. Macht mir echt Spaß, die Box zu nutzen. Ist schön klein, handlich. Schöner Feuertaster. Gefällt mir vom Stil her auch sehr gut. Und die kann ich definitiv empfehlen. Ich werde mal gucken, ob ich die Box einzeln irgendwo finde. Verlinke ich euch die einzeln, weil den Verdampfer könnt ihr euch sparen. Meiner Meinung nach. Mag Leute geben, die sagen, es schmeckt gut. Ich finde ihn jetzt geschmacklich nicht so stark. Vielleicht vergleiche ich ihn auch ein bisschen zu sehr mit Selbstwicklern. Aber auch für einen Fertigkeuler, es gibt einfach bessere auf dem Markt. Selbst ein Aspire Kleito, der schon seit Ewigkeiten auf dem Markt ist. Oder ein Eurocrown 2, ein Eurocrown 3. Sind alle stärker als der Procore X. Und da muss ich sagen, hinken die Chinesen immer ein bisschen hinterher noch gerade. So Firmen wie Joytec, wie Vismec, dass sie einfach mal Verdampfer rausbringen, die wirklich eine schöne Geschmackswiedergabe haben und da mal ihren Fokus drauf legen, anstatt immer nur weiter Boxen rauszuballern. Hier sollten sie mal sich darum kümmern, dass sie mal 2-3 Monate an einem guten Verdampfer arbeiten, der wirklich mal ein Fertigkeuler ist, der einen schönen Geschmack bringt, vielleicht sogar vergleichbar mit einem Selbstwickler, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, aber was definitiv machbar sein sollte. Es liegt einfach nur an den Coils, die verarbeitet werden, an der Watte, die verarbeitet wird. Und vielleicht sollten sie da mal gucken, dass da mal ihren Fokus drauf legen. Meine Meinung. Gut, ansonsten kann ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und eine schöne Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Der ist echt laut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch die Vismec Joytec Espion von Joytec.